Heute ein ganz besonderes Event, warum wir uns hier im Rathauspark versammelt haben. Können Sie uns vielleicht ein bisschen durchführen? Warum ist es wichtig? Man sieht ja schon die Plakate im Hintergrund. Lebe deine Liebe, dass wir heute hier sind. Wien ist eine vielfältige Stadt und das ist auch gut so und es muss gelebt werden, weil es ist die Voraussetzung auch für die Weltoffenheit, die wir hier haben. Und im Juni ist traditionellerweise das Regenbogenmonat, wo vor allem diese Vielfalt sichtbar gemacht wird und auch gegen Diskriminierungen von LGBTIQ-Personen auch gemeinsam gekämpft wird. Darum gibt es heuer hier eine Kampagne der Stadt mit dem Motto Lebe deine Liebe, weil es ist für jeden die eigene Entscheidung, wen man liebt, und es soll auch akzeptiert werden, weil alle Menschen, die wir hier in Wien leben, sind auch gleich und sind anerkannt und sollen frei von Diskriminierung auch leben können. In Ihrer Rede haben Sie auch davon gesprochen, dass es eine Fensterparade geben wird. Was genau ist dort geplant? Es gibt im Regenbogenmonat einerseits die große Parade, wo wir gemeinsam gegen den Uhrzeigersinn um den Ring ziehen, mit gemeinsamer Abschlusskundgebung hier dann am Rathaus, wo immer über 100.000 Personen auch mitmachen. Zeitgleich wird es nächsten Sonntag auch eine Fensterparade geben. Das heißt, alle Personen können sich auch eine Fahne, eine Regenbogenfahne erholen hier am Rathausplatz, um ein sichtbares Zeichen auch zu setzen. Der Regenbogen, der steht für die Vielfalt und dass alle Menschen auch darunter akzeptiert sind, so wie sie sind. Und das ist die Fensterparade, ein sichtbares Zeichen für die Vielfalt, die wir in Wien noch haben. Jetzt hat es ja pandemiebedingt länger keine Parade mehr geben können. Wie groß war da die Vorbereitung und vielleicht auch, was ist der Umfang dieser Kampagne, vielleicht auch finanziell? Wir haben die letzten 2 Jahre massive Einschränkungen alle gemeinsam erlebt und es war vor allem für die Regenbogenparade schwierig, aber auch für Menschen, die Diskriminierung erfahren, zum Beispiel Jugendliche, die sich outen wollen und im Schullockdown dann nur zu Hause waren, wo sie zum Beispiel nicht akzeptiert waren. Darum ist es uns besonders wichtig, auch für die jungen Menschen hier ein spezifisches Angebot auf die Beine zu stellen. Hier wird es ein queeres Jugendzentrum in Wien geben, als Ort der Sichtbarkeit, aber auch des Schutzes. Weil es leben leider noch immer sehr, sehr viele Jugendliche aufgrund von ihrer sexuellen Orientierung eine massive Diskriminierung und Mobbing. Und dagegen wollen wir ankämpfen, eben genau über diese Initiativen, auch indem wir in der Bildungsarbeit diese Frage der Akzeptanz noch stärker verankern. Jetzt haben Sie die Jugend angesprochen, jetzt vielleicht ein anderes Thema. Es gab ja auch diese Missbrauchsfälle in den Kindergärten und Schulen. Wie ist da der Entwicklungsstand im Moment? Kann den Kindern dort geholfen werden? Jeder Verdacht auf Missbrauch in Bildungseinrichtungen macht mich zutiefst betroffen, weil es für Eltern kein größeres Zeichen auch des Vertrauens gibt, als Kinder auch einer Bildungseinrichtung anzuvertrauen. Und darum ist es unsere Aufgabe, meine Aufgabe auch Stadtrat, bestmöglich einerseits Aufklärung zu sorgen. Deshalb habe ich auch eine Kommission eingesetzt, um diese Fälle auch zu analysieren und den bestmöglichen Schutz für Kinder und Jugendliche auch zu gewährleisten. Hier wird es Kinderschutzkonzepte geben für Kindergärten und Schulen, weil dieser Schutz der körperlichen Unversehrtheit, dem Recht auch eines Kindes auf gewaltfreie Erziehung an oberster Stelle steht. Und das ist auch mein Auftrag, hier besser zu werden, zu schauen, auch wie Prozesse verbessert werden können. Und jetzt warten wir gemeinsam auf den Bericht der Kommission. Die Kommission arbeitet schon mit Hochdruck daran. Vielleicht eine kurze Nachfrage. Als die Missbrauchsfälle im Kindergarten aufgetreten sind, hat man den Eltern zur Schweigepflicht geraten. Können Sie das nachvollziehen, warum das gemacht worden ist? Ich persönlich habe genau das Gegenteil gemacht. Nämlich mir war wichtig, sofort in die Elternkommunikation auch zu gehen. Also am Tag, an dem ich selber von diesen Verdachtsfällen auch gehört habe, habe ich einerseits die Anweisung gegeben, dass ich in Zukunft früher auch über solche Verdachtsfälle informiert werde und zweitens auch beauftragt, dass es sofort einen Elternabend geben soll, um transparent mit den Eltern auch zu kommunizieren, weil wir brauchen das Vertrauen der Eltern. Es war dann auch notwendig, am Standort des Kindergartens selbst auch die Leitung auszuwechseln, damit hier das Vertrauen der Eltern auch wieder neu entstehen kann, weil das ist das oberste Gut und darum geht es mir, das Vertrauen wieder zu gewinnen und vor allem auch volle Aufklärung zu schaffen. Noch eine Nachfrage an der Stelle bei den Eltern. Wie ist da diese Aufklärung angekommen? Gibt es da jetzt sehr viel Rücksprache? Wie verhalten sich die Eltern in dieser Situation, sowohl von den Kindergärten als auch von den Schulkindern? Ich verstehe, dass es für die Eltern eine sehr, sehr schwierige Situation war. Genauso ist sie noch immer eine schwierige Situation für möglicherweise betroffene Kinder und vor allem auch für die Pädagoginnen und Pädagogen. Darum war es mir wichtig,
eine bestmögliche Unterstützung auch für die Eltern, die Kinder, aber auch die Pädagoginnen und Pädagogen zur Verfügung zu stellen. Hier gibt es externe Unterstützungsangebote, zum Beispiel an dem Kindergartenstandort, über das Kinderschutzzentrum, die hier sehr, sehr viel Expertise haben und die Kinder und die Eltern begleiten. Aber es gibt auch eine eigene Begleitung für die Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort, damit auch das Vertrauen zwischen Eltern und Bildungspersonal wiederhergestellt werden kann. Hier wird sehr, sehr intensiv gemeinsam gearbeitet, weil das Ziel ist klar, nämlich dass die Kinder einen bestmöglichen Kindergartenplatz auch haben. Und sehr viele Menschen, die in Wien leben, wollen auch einen städtischen Kindergartenplatz. Das macht Wien aus, weil auch hier sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird. Und darum ist es wichtig, hier auch das Vertrauen der Eltern dafür zu haben.